Hallo, Mahlzeit Doppel und willkommen, liebe Mystery-Freunde. Es gibt ja einige Figuren aus der Bibel, hier im Speziellen aus dem Alten Testament, über die wird viel diskutiert und spekuliert. Und zwar jetzt nicht im Speziellen in der Bibelforschung oder in der Theologie, sondern auch in der Grenzwissenschaft bzw. in dem Gebiet der Mystery-Files. Und solche Personen sind natürlich Mose, aber auch eine Person, die angeblich vor der Sintflut gelebt haben soll. Und zwar einer der 10 vorsintflutlichen Patriarchen, der sich Henoch nennt. Und so wie ich es sehe, in den letzten Jahren scheint irgendwie die Person Henoch, diese mythische Figur aus einer unbekannten dunklen Vorzeit, einen Boom zu erleben. Ich sehe zum Beispiel, dass die verschiedenen Bücher des Propheten Henoch, beziehungsweise die Bücher, die seinen Namen tragen, immer mal wieder so veröffentlicht werden, also quasi neu herausgebracht werden in deutschen Übersetzungen und scheinbar auch recht erfolgreich sind. Diese Bücher des Propheten Henoch sind tatsächlich sehr interessant. Sie sind unter christlichen Einfluss geschrieben worden, muss man erst einmal ganz klar unterstreichen. Und garantiert sind sie nicht von der Figur Henoch geschrieben worden, die da bei den 10 vorsintflutlichen Patriarchen aufgelistet werden im Buch Genesis. Aber der Patriarch Henoch, beziehungsweise dieser Prophet Henoch, der sticht, wenn man sich mal diese ganzen mythischen Sachen dort durchliest, sehr heraus. Und zwar aus 2 Gründen. Erstens, er wurde recht jung. Er wurde nur, in Anführungszeichen, 365 Jahre alt. Also quasi ein perfektes Jahr, wenn man so mal an die 365 Tage des Jahres denkt. Die anderen Patriarchen, die wurden alle angeblich Jahrhunderte älter und so etwas, bis fast 1000 Jahre Methusalem. Der wurde fast 1000 Jahre alt. Aber der zweite Punkt ist, er ist nicht gestorben auf der Erde. Denn in dieser Auflistung findet sich ja dann immer so wunderschöne Geschichten. Der Patriarch XY, der zeugte mit so und so viel 100 Jahren den Sohn, so und so und all so etwas. Aber bei Henoch ist es so, er ist nicht gestorben, sondern er wurde hinfortgenommen. Denn sein Weg wandelte er mit Gott, wie es so schon heißt, im 5. Kapitel Vers 24 im Buch Genesis. Und deshalb habe ihn Gott lebend, leibhaftig in den Himmel hinaufgeholt. Und das unterscheidet ihn eigentlich von allen diesen Patriarchen, die sich da finden, ob davon einer tatsächlich als reale Person irgendwann einmal in irgendwelchen dunklen Tagen vor der Flut existierte, wissen wir überhaupt nicht. Wir wissen ja nicht mal, ob die Person Mose, so wie wir sie im Buch Exodus, im 2. Buch der Bibel finden, ob sie jemals überhaupt so existiert hat. Aber das sind andere Geschichten. Und dieser Patriarch Henoch, der hat tatsächlich unglaubliche Storys erlebt, die sich alle ausnahmslos nicht im Text des Alten Testamentes oder auch des Neuen Testamentes finden, sondern in den Büchern, die seinen Namen tragen. Das sind äthiopische Buch Henoch, muss man hier natürlich nennen, und das slawische Buch Henoch, das nennt man zum Beispiel auch erster Henoch und zweiter Henoch. Die beiden Bücher, die sind es auch, die immer mal wieder, wie ich gesehen habe, in den letzten 3 Jahren veröffentlicht werden, so im Eigenverlag von verschiedenen Herausgebern. Ich habe mich mit diesen Büchern intensivst auseinandergesetzt. Im Jahr 2015 schon hatte ich Rebellion der Astronautenwächter nur zu diesem Henoch und so etwas publiziert. So eigentlich, wenn man es genau nimmt, muss man so sagen, die detaillierteste Analyse überhaupt, die es in Sachen Henoch gibt, mit natürlich den Spekulationen, die über diese Figur Henoch kursieren, da er wirklich fantastische Storys erzählt hat. Aber um die geht es jetzt hier in diesem Video nicht, sondern es geht nur im Speziellen, wie es auch der Titel und das Titelbild mehr oder weniger verrät, dieses Videos, geht es nur um das Ende des Propheten Henoch, also nicht seinen Tod, sondern seine Himmelfahrt, seine leibhaftige Himmelfahrt zu dem Reich Gottes in den 7. Himmel, wie es so schön heißt, dort, wo der Höchste thront, also das, was in der Bibel so als Gott ausgegeben wird. Und da ist es dann schon sehr interessant, dass im Buch Genesis halt nur steht, er wandelte mit Gott und wurde von ihm hinfortgeholt, in den Himmel aufgenommen und war nicht mehr zu sehen. Er war verschwunden aus den Reihen der anderen Menschen. Mehr steht da eigentlich nicht. Aber im sogenannten slawischen Buch Henoch, also zweite Buch Henoch, erfahren wir mehr. Und das zitiere ich jetzt nicht alles oder rezitiere das alles. Das würde euch wieder nur langweilen, denke ich mal. Aber ich fasse es mal mit eigenen Worten zusammen. Da steht beschrieben, dass Henoch sich irgendwo im Himmel außerhalb der Erde aufgehalten hat. Da ein Engel, also überirdische Wesen, Helfer des angeblichen universellen Schöpfergottes, mit in den Himmel genommen haben, zum Höchsten, wie er dort heißt.
ist. Und dort hat er dann von dem Höchsten und von den Wächtern, wie sie auch in den Henoch-Büchern genannt werden, Unterweisungen bekommen. Er wurde quasi in allen Wissenschaften, die es überhaupt gibt, unterwiesen und hat dann den Auftrag bekommen vom Höchsten, dass er all sein Wissen in Büchern niederschreiben soll. Und so entstanden in sehr kurzer Zeit mit Hilfe eines magischen, mythischen Engels 360 Bücher, die er verfasst haben soll. Heute kennen wir nur diese Henoch-Bücher oder Bücher, die seinen Namen tragen. Wir kennen diese Bücher überhaupt nicht. Aber diese Bücher, so mahnte ihn dieses Himmelswesen, soll er gut darauf aufpassen, soll sie mit herunter zur Erde nehmen, seinen Nachfahren geben, seinen Söhnen geben und für die folgenden Generationen, für die folgenden Geschlechter aufbewahren, damit das Wissen in diesen Büchern nicht verloren geht. Dieser Höchste warnt ihn sogar oder ermahnt ihn sogar und sagt dort: Nimm dich zusammen, Henoch, und erkenne, wer vor dir steht oder erkenne, wer mit dir spricht. So ist es in verschiedenen Übersetzungen des slawischen Buchs Henoch nachzulesen. So als würde dieser sogenannte Höchste, wie er dort genannt wird, Henoch nochmal darauf hinweisen: Erkenne wirklich, wer ich bin. Da kann man jetzt wieder wunderbar spekulieren. Ja, wollte er, dass dieser Mensch Henoch wirklich jetzt erst erkennt, ich bin der Gott des Universums oder ich bin jemand aus Fleisch und Blut, wie es halt die Präastronautik so gerne spekuliert. Aber nachdem Henoch diese Bücher verfasst hat, oben irgendwo im Himmel außerhalb der Erde, sagte dann der Höchste zu ihm: So, ich gebe dir einen Monat Zeit, 30 Tage heißt es dort genau, geh hinunter auf die Erde, also mit diesen Engeln wurde er zur Erde gebracht, und kläre erstmal so dein Fortgang in den Himmel, wo du dann für immer und ewig aufgenommen wirst. Regel alles, klär das mit deiner Familie, deinen Söhnen, und dann hat er noch so eine Abschiedsrede gehalten. Er hatte also quasi rund einen Monat Zeit, um die Dinge des Alltags zu regeln, wenn er dann für immer diesen Planeten verlassen würde. Und so war es dann auch. Er hat dann natürlich den Planeten verlassen, wurde aufgenommen in das Reich des Höchsten, was halt so sehr knapp in Vers 24 im 5. Kapitel im 1. Buch Mose geschrieben wird, dass er halt aufgenommen wurde und nicht mehr zu sehen war. Im slawischen Buch Henoch ist es eigentlich nicht viel umfangreicher. Es sind nur 3 Verse, längere Verse sind es allerdings, die diese Himmelfahrt schildern. Dort heißt es dann zum Beispiel, dass tausende Menschen herbeigeeilt seien zu diesem Ort, wo das stattfinden sollte, um sich das Schauspiel anzuschauen. Und da heißt es in einer Übersetzung, die ich von diesem Buch habe, es waren 4000 Menschen dort anwesend, in einer Übersetzung bzw. in anderen Analysen, wo Übersetzungen sich drin befinden, heißt es, es waren 2000 Menschen anwesend. Also sagen wir mal, es waren ein paar tausend Menschen anwesend. Dann sei Finsternis gekommen und in der Finsternis seien die Helfer des Höchsten, die Helfer Gottes, also die vermeintlichen Engel gekommen und hätten Henoch mit in den Himmel genommen. Und das wäre dann auch ganz feurig geschehen mit feurigen Pferden und feurigen Rossen. So gibt es auch solche Sagen und Legenden. Das kennt man zum Beispiel von der Himmelfahrt des Elia aus dem Alten Testament. Aber als die Finsternis sich aufgelöst hat, als es dann wieder hell wurde quasi, habe niemand mehr Henoch gesehen, denn er sei leiblich und wahrhaftig gen Himmel gefahren, wurde von den überirdischen, also außerirdischen Wesen, die wir heute Engel nennen oder halt Wächter in den Henoch-Büchern, sei er dann hinfortgenommen worden. Das ist alles jetzt sehr kompakt zusammengefasst. Ist schon eine wahnsinnig irre Story. Eigentlich ist das Stoff für Hollywood, obwohl es 2000 Jahre, 200.000 Jahre alt ist. Wer weiß, wie alt diese Urschriften dieser Henoch-Bücher sind. Aber wie ich schon erwähnte, sie sind natürlich auch unter christlichen Einfluss verfasst worden. Diese Versionen, die wir heute vorliegen haben, egal ob es das äthiopische Buch Henoch ist oder das slawische Buch Henoch. Es gibt auch noch andere Texte und auch in den Texten von Qumran findet sich so etwas in dieser Art in Sachen Henoch. Aber das ist schon sehr interessant, aber es wird noch viel interessanter, viel spannender und eigentlich wird es unheimlich bis katastrophal. Denn es gibt natürlich zu diesen ganzen wahnsinnig verrückten Geschichten des Judentums und auch frühere Alterkulturen Sagen, Legenden, Mythen, Märchen und andere Geschichten, die so etwas weiter ausbauen. Das gibt es natürlich auch aus dem Christentum zu Jesus oder so. Oder man denkt an die ganzen Geschichten über Maria Magdalena
und so gibt es lokale Legenden und so weiter und so fort. Und so etwas gibt es auch über die Himmelfahrt bzw. die Aufnahme in den Himmel von dem Propheten Henoch. Da ist eine Story, die ich auch wieder hier nur so zusammenfassen werde, ganz besonders gruselig und interessant. Da heißt es nämlich dann auch, dass sich herumgesprochen hat in der Bevölkerung, dass der Prophet Henoch als angesehener Diener Gottes, der Gott wohlgefällig war, so wie Noah später übrigens auch, dass er gen Himmel fahren sollte, aufgenommen werden sollte, und so kamen dann 800.000 Menschen zusammen, die sich dieses wahnsinnige Spektakel anschauen wollten. Und sie folgten quasi Henoch, es kam immer mehr dazu, immer mehr, und sie folgten ihm zum Startplatz für seine Himmelsreise. Und Henoch sagte immer, nein, haut lieber ab, verschwindet, das wird alles ganz schrecklich, ihr dürft das nicht sehen und so. Und so haben sich dann im Laufe der Wanderung in diesen Sagen und Legenden, die zum Beispiel Ben Gurion in Sagen der Juden mehr oder weniger zusammengefasst hat. Ich blätter euch mal das Cover ein. So sieht zum Beispiel eins dieser Bücher aus. Aber so haben sich im Laufe der Wanderung mehr und mehr abgesetzt. Wie viele letztendlich von diesen hunderttausenden Menschen, wenn es überhaupt zu viel waren und ob dieses eigentlich stattgefunden hat, wissen wir nicht. Aber wie viele letzten Endes sich das Spektakel angeschaut haben, das wissen wir nicht. Das wird in diesen Legenden und in diesen Sagen der Juden nicht überliefert. Aber sie haben sich das dann angeschaut, dieses wunderbare Spektakel, wie Henoch quasi mit einer Rakete in den Himmel geflogen ist, aber da kam es zu einer Katastrophe. Denn wie auch Elia reiste er auf feurigen Rossen in feurigen Wagen gen Himmel, und keiner der Schaulustigen kehrte von diesem Ereignis jemals zurück. Hier muss man in Klammern erstmal so einwerfen, woher wusste man das denn dann, wie er in den Himmel gefahren ist, wenn niemand von den Schaulustigen mehr zurückgekommen ist. Aber von den Königen, wie es in dieser Sage, in dieser Legende heißt, die zurückgeblieben sind, da haben dann einige eine Expedition ausgesandt. Sie wollten ja gucken, wo sind die Leute eigentlich alle geblieben? Niemand kommt mehr zurück. Sind sie ja für alle gen Himmel gefahren? Oder wo sind sie? Die können sich doch nicht einfach hier verpissen, so in Anführungszeichen. Also haben sie dort mal eine Expedition hingeschickt. Und was sie vorfanden, war sehr unheimlich laut diesen Geschichten. Denn was die Suchmannschaft vor Ort vorfand, das wird so geschrieben. Sie fanden die Erde daselbst voll Schnee, und auf dem Schnee waren große Steine von der Art der Schneesteine. Sie sprachen zueinander, lasst uns den Schnee wegscharren, wir wollen sehen, ob nicht die Menschen, die mit Henoch gegangen sind, unter dem Schnee liegen. Tja, und was fanden sie? Alle Schaulustigen, alle Mitpilgernden fanden sie dort tot daliegen, wie es wortwörtlich heißt. Sie sind also alle bei der Himmelfahrt des so viel verehrten und beachteten Propheten Henoch ums Leben gekommen, der übrigens auch im Neuen Testament erwähnt wird. Und seine Bücher sind ja nicht Bestandteil der Bibel. Das ist also schon sehr katastrophal und sehr unheimlich. Und hier muss man sich erstmal ganz klar fragen, wenn diese ganzen Geschichten irgendwie etwas mit Gott zu tun haben sollten, wieso will er seinen Lieblingspropheten vor der Sintflut in den Himmel holen, quasi in seine Basis oberhalb der Erde? Warum achtet er dann nicht darauf, dass diese Menschen, dass sie nicht ums Leben kommen? Und was soll das gewesen sein? Wieso war da so etwas wie Schnee und Schneesteine, worunter diese Menschen angeblich lagen und alle tot dalagen? Was war das für ein Puder, ein Zeug für Steine? War es Schnee, so wie wir ihn kennen, so wie er im Winter ab und zu mal oder vielleicht auch mehr oder weniger vom Himmel fällt? Was könnte das gewesen sein? Auch hier wieder viel Raum für Spekulationen in dieser Sage oder aufgrund dieser Sage und dieser Legende. Aber man könnte durchaus mit gutem Willen eine Parallele ziehen zum Alten Testament, und zwar zum Buch Numeri, also eines der Bücher des Propheten Mose. Auch im Buch Numeri werden Geschichten vom Exodus erzählt, die finden sich ja nicht nur im Buch Exodus und zwar im Buch Mose, die finden sich ja an vielen Stellen im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Aber da wird eine Story beschrieben, dass Aaron und Miriam im Offenbarungszelt beim Exodus waren. Aaron ist der Bruder von Mose, Miriam ist die Schwester von Mose. Und seltsamerweise haben die sich dann in diesem Offenbarungszelt aufgehalten. Das ist so eine Art mobiler Tempel, so ein Zeltheiligtum, wo auch die Bundeslade dann im Allerheiligsten drin stand. Ich zeige euch mal ein Bild. So ist das eine Rekonstruktion in Israel heute, die dort in der Wüste steht. Aber im 12. Kapitel im Buch Numeri, Vers 10 müsste das sein, steht dann, dass eine Wolkensäule vor dem Zelt landete und vom Himmel kam.
kam. Und zwar nicht nur irgendwie eine Wolke, sondern das war quasi der Thronwagen Gottes. In dieser Wolkensäule habe sich Gott aufgehalten. Der landete vor diesem Offenbarungszelt. Aaron und Miriam kamen raus und Gott, der war ein bisschen angepisst, der war ein bisschen stinkig, der hatte da was zu schimpfen mit den beiden und hat sie dann quasi gemaßregelt und dann sei diese Wolkensäule mit Gott wieder in den Himmel hinaufgeflogen, also habe wieder den Erdboden verlassen, sei aufgestiegen und Miriam, die Schwester von Aaron, sei danach weiß gewesen von Aussatz. Ja, Aussatz, gut, da denkt man wahrscheinlich dann an Pestilenz, an Pest oder so etwas. Sie wurde auch 7 Tage aus dem Lager der Israeliten verbannt, also musste außerhalb quasi 7 Tage verbringen. Das Volk hat dann so lange gewartet, bis die 7 Tage vorbei sind. Dann durfte Miriam wiederkommen und der Exodus ging dann weiter. Ob das alles so wahr ist, wissen wir ja nicht. Aber was ist denn das schon wieder für eine komische Geschichte? Da kommt eine Wolkensäule hernieder mit dem Herrn da drin, weil er mit Aaron und Miriam schimpfen wollte, hat sie dann gemaßregelt, flog dann mit der Wolkensäule vom Offenbarungszelt wieder weg und die Miriam, die war auf einmal weiß von irgendeinem seltsamen Aussatz. Wenn es Pest war, Aussatz ist wieder gerne immer so als Pest interpretiert, dann ist sie natürlich nicht weiß, quasi als wenn sie sich in Mehl gerollt hat oder jemand Puderzucker drüber gekippt hat. Auch da kann man jetzt wieder spekulieren, wie kann so etwas sein, was mag da geschehen sein, als Mose zum Beispiel vom Gottesberg die 10 Gebote, die Tafel mit den 10 Geboten, herunterschleppte und zu seinem Volk hinunterging mit dem goldenen Kalb, was sie da so eine Party gefeiert haben. Dazu blende ich auch meine Infokarte, ein Video ein. Aber da sei sein Gesicht, sein Antlitz angeblich auch so weiß wie Schnee gewesen, weil er Gott geschaut hatte. Jo. Komische Geschichten, muss man zugeben, aber das ist ja das Spannende an den Mystery Files. Die Mystery Files enthalten ja unendlich viele komische und kuriose Geschichten. Und wenn man von einer kleinen Geschichte, wie jetzt zum Beispiel Kapitel 5, Vers 24 Buch Genesis, mal Märchen und Sagen hinzuzieht, die nicht dazugehören, direkt damit in Verbindung stehen, also jetzt nicht speziell in der Bibel stehen, dann öffnen sich ja wahre Welten von unglaublichen und kuriosen Geschichten und die alle miteinander unter einem Hut zu bringen, das ist natürlich schon sehr problematisch, vor allem, weil man ja überhaupt nicht weiß, was wurde sich aus theologischen oder historischen Gründen einfach nur ausgedacht, wo ist der wahre Kern, gab es die Figur Henoch, gab es andere Figuren im Alten Testament, also hat es sie real gegeben, gab es tatsächlich irgendwelche bestimmten Ereignisse, wieso soll der Herr jemand von der Erde hinauf in den Himmel holen und achtet nicht darauf, dass es dabei Hunderttausende von Toten gibt. Das ist doch völlig absurd und völlig obskur. Und man muss sich auch zurückversetzen, vor 2000 Jahren oder noch länger, oder meinetwegen, oder die Texte des Alten Testaments geschrieben wurden, so vor 2500 bis 3000 Jahren sogar, die mussten sich doch auch selber im Klaren sein, dass sie dort etwas über den angeblichen Gott schreiben, was irgendwie so einer Vorstellung, vielleicht ist es auch eine falsche Vorstellung von mir, aber so einer Vorstellung von einem allmächtigen, gütigen Gott und Schöpfer Gott des Universums, wenn es denn so etwas gibt, dass diese Geschichten so einer Figur, so einer imaginären Figur, einer spirituellen Figur absolut widersprechen. Was natürlich dann auch für die Aussage gilt, weiß wie Schnee vor Aussatz, wie diese Miriam gewesen sein soll. Und erstaunlicherweise, Aaron und Miriam wurden beide gemaßregelt von dem lieben Gott. Nur Miriam hat diesen weiß wie Schnee Aussatz gehabt. Aber sie überlebte diese ganze Sache natürlich nicht, so wie die 800.000 minus XY Schaulustigen bei der Himmelfahrt des Propheten Henoch. Unglaubliche Geschichten, noch einmal kurz darauf verwiesen. Ist ein Schnäppchen übrigens, wenn euch Henoch interessiert. Sehr detailliert wird die ganze Figur und die ganzen Texte des Propheten dort im Sinne der Präastronautik mal spekulativ durchleuchtet und diskutiert. Ja, gebt mir gerne ein Feedback, einen Daumen hoch und lasst auch gerne ein Abo hier, falls ihr noch keins habt. Dann sage ich mal Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Video des Unglaublichen. Euer Lars.